Achtung! Neues Intro! So, nachdem du das gesehen hast, mache ich mal die Musik an. Moin! So, nochmal herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Immer noch solo ein bisschen. Mit einem anderen Intro, was du gerade gesehen hast. Erzähl mal, was hältst du denn davon? Ich habe mir gedacht, komm, es wird langsam mal Zeit, dass wir ein bisschen was Neues machen und auch ein bisschen kürzer, nicht ganz so lang gezogen. Und es ist ja nun auch schon sehr, 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 sehr alt. Und da habe ich mir gedacht, hey, komm, so in Richtung der Folgen 1000. Ach du Scheiße, habe ich mich verzählt. Ich weiß es nicht mehr. Weit über der 1000, irgendwo in der 1000, wo sind wir denn? 1350, glaube ich. Sind wir 1350? Warte mal, das muss ich gerade mal nachvollziehen. Das geht so nicht. Das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Das muss ich jetzt gerade, das muss ich dir erzählen. Tatsache, 1350. Ich wusste doch, ich habe mich nicht verzählt. Ist das nicht ein Traum? Haha, sehr schön. 1350, neues Intro. Sag mal, was du davon hältst. Schreib's in die Kommentare, um es mit White Titties Worten zu sagen. White Titty, kennt noch einer White Titty? White Titty ist im Übrigen auch schon lange, lange nicht mehr dabei. Ja, was heißt lange? In der heutigen Zeit ist das schon sehr lang. Ja, wir haben in den letzten Aufnahmen, in den letzten Folgen unsere Bar erweitert, unsere Bar aufgestellt, unsere kleine Sitzecke hier platziert, zwei Feuerstellen hingelegt. Ich finde, es sieht gut aus. Ich mache gleich direkt einen Screenshot. Was ihr davon haltet, müsst ihr in die Comments schreiben. Ja. Hier muss noch ein Hinweisschild hin. Müssen wir mal gucken, wie wir das noch platzieren. Vielleicht hier irgendwo hin, aber vielleicht auch hier hin. Müssen wir mal gucken. Da muss auf jeden Fall noch ein Schild hin. Und zwar kein Alkohol für Untote. So will es das Gesetz. Nein, so wollte es der Danny. Der hat das noch vorgeschlagen. Ja, ansonsten haben wir eigentlich heute gar nicht so viel zu tun. Wir müssen nur so 3-4 Folgen zurechtschieben, um das einfach hier schön weiterlaufen zu lassen. Ich habe in den letzten Folgen auch ein bisschen was an der Rendering-Technik verändert. Wenn du da auch mal ein Feedback zu hast, wie das sich jetzt qualitativ auswirkt, im Video selbst, also einfach die reine Videoqualität, dann, wenn du da irgendwas bemerkst, sag mal Bescheid. Ja, das wäre ganz, ganz cool. Ich habe mir die Mühe gemacht, einfach mal ein paar andere Codiertechniken rauszusuchen und hab die jetzt einfach mal peu à peu einfach hinter deinem Rücken ausprobiert. Nein, die Sache ist die, die Uploads bei mir dauern sonst wahnsinnig lang und gut, das ist nicht das Problem, der Rechner hat Zeit, aber und auch wir haben Zeit, weil es ein Endlos-Let's Play. Aber die Datengrößen, weißt du, das ist dann, wir haben es mal ein bisschen, ja, verändert. Was wollte ich eigentlich hier oben? Ich wollte nichts hier oben. Ich habe festgestellt, dass ich die Schilder mit habe. So. Dann wollen wir das jetzt gerade mal beenden. Also da noch ein Schildchen hinhängen und dann kommen hier vielleicht noch ein paar Wegweiser hin. Mal gucken. Wir machen es uns auf jeden Fall ein bisschen schöner. Ja, wie auch immer, wir haben halt ein bisschen dran geschraubt. Die Weide zerfällt, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Naja. So, was wollte ich denn? Ich wollte doch noch. Wollte ich doch. Schilder. Genau. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch irgendwie ein Schild hin. Ah, das machen wir anders. No drinks for undead people. So ist das richtig. Okay. Also, an Tränken. Fehlt uns dreimal der Trank der Schnelligkeit, einmal Trank der Regeneration und der Trank der Heilung. Wir müssen also noch mal ein bisschen nachbrauen, um die Barregale wieder voll zu kriegen. Das sind im Übrigen nicht nur drei, das sind fünf. Okay,
Ja, dann würde ich doch sagen, kümmern wir uns da erstmal drum. Trank der Nachtsicht haben wir alles da. Das Leergut ist hier unten. Das hier dürfte alles Wasser sein. Okay, folgendermaßen wird das jetzt mal ablaufen. Wir schieben unsere Rucksäcke zurück. Warum? Weil wir es können. Der ist natürlich schon ordentlich gefüllt. Das ist mir aber gerade egal, ist mir das. So, dann mal den ganzen Kladderadatsch mal dahin. Hier ist mir übrigens immer noch das Division-Sigil. Da muss ich mal nochmal mit dem TK4711 drüber sprechen, wie wir das Ganze mit einem Aktivierungsritual aktivieren. Das ist noch so eine Sache, weil da kannst du dann auch noch ganz viele nette kleine Sachen mitmachen. Welche genau das sind, möchte ich jetzt noch nicht so wirklich ausplaudern. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, elfmal, zwölfmal, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn sind es insgesamt. Das ist aber eigentlich Quatsch, was ich da mache. Die lege ich nochmal da oben hin. Wir füllen mal die anderen nochmal mit auf. Um hier immer schön das richtige Material anliegen zu haben. Also hier passen immer 12 rein. Ist klar. So. Zack. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, elfmal, zwölfmal. Wie viel Platz haben wir da drin? Das ist einmal voll. Dann brauchen wir noch 1, 2 und 6 Stück. Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir denn noch unsere Warzen dabei? Oder haben wir die jetzt rübergetragen? Wir haben sie dabei. Meine Güte. Weil wir es einfach nur drauf haben. Zack. Ach, da ist ja auch noch eine Warze drin. Na, das ist doch prima. 1, 2, 3. Nächster. Zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und nochmal. Wert's hier hin. 1, 2, 3. Und auch nochmal ein Wärzchen hin. So. 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 Zick, zip, zip. Einmal, zweimal, dreimal. Dann können wir hier nochmal. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt mal gerade nochmal ein paar Tränke basteln. Also die seltsamen Tränke, die sind halt völlig wirkungslos, aber am Ende doch nicht, weil wir können ja da jetzt einige Tränke draus bauen. Seltsamer Trunk, seltsamer Trunk, seltsamer Trunk. Und da haben wir den ganzen Spaß hier auch nochmal. So. Okay. Wir brauchen also den Trank der Regeneration. Wir müssen im Übrigen auch mal Wurftränke für bauen. Trank der Regeneration, und zwar den dicken Trank. Da brauchen wir erst den für. Seltsamer Trank, Gasträne. Gasträne müssen wir leider aus dem Lager holen. Da warpen wir jetzt auch mal hin. Dann nehmen wir die mit. Genau, das ist gut. Da muss ich lang. Fupp. Halt. Trank der Regeneration war es, Trank der Heilung und Trank der Schnelligkeit. Da können wir gleich das ganze Material mitnehmen. Vorher legen wir uns aber vielleicht noch mal kurz in die Koje, beziehungsweise stellen uns noch mal ins Häuschen. Regeneration, Schnelligkeit. Brauchen wir auf jeden Fall noch mal Redstone für. Zucker, das ist klar. Seltsamer Trank und Zucker müssen wir haben. Und die Heilungstränke müssen wir haben. Das ist dann
Die glitzernde Melone. Zucker, glitzernde Melone. Das müssen wir auf jeden Fall erstmal haben und einen Haufen Redstone. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in den Overflows gelandet ist, was wir da gemacht haben. Siehst du? Jetzt müssen wir uns nur noch mal Zucker basteln und dann sieht das doch schon nicht so schlecht aus. Ah, das geht auch so. Flup, flup. Zack. Didip, 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 didip. So. Da müssen wir doch gerade noch mal gucken, was brauchen wir denn für die Werfbahn? Brauchen wir nämlich eine andere Flasche, wenn ich mich nicht irre. Trank der Regeneration, Schwarzpulver. Ah, alles klar, mit Schwarzpulver kannst du... Alles klar, immer mit Schwarzpulver. Na gut zu wissen. Wir haben ja hier Creeper ohne Ende niedergemetzelt. Wir müssen ja... Siehste... Können wir uns nämlich gleich auch noch ein paar werfbare Tränke bauen. Die können wir dann in ein anderes Regal platzieren. Mal gucken, ob wir genug Regale haben. Und wenn nicht, dann machen wir uns einfach ein paar neue. Zack. Morgen! Wohlan denn? Brennendes Zombie-Gehops. Schreite er zum Tanz? Dann halt nicht. Weißt du? Willst du den Viechern mal eine Freude gönnen und dann... Nur weil ihr nichts zu saufen kriegt an der Bar. Das ist unfassbar. Tch. Sind gleich wieder zickig. So, nee, wenn ich nichts zu trinken kriege, gehe ich auch nicht mit dir tanzen. Nee. Ja, ich weiß. Es gibt viele Situationen, in denen man mich erst schön saufen muss. Aber ganz ehrlich... Das geht auch mit Milch. Tür zu. So, meine Damen und Herren, was war da los? Wir packen... Ming, ming, ming. Mindestens drei. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das war... Ich glaube, die Schnelligkeitstrank war das. War das der Schnelligkeitstrank oder war das eine Regeneration? So. Ich glaube, Regeneration. Trank der Heilung war das. Oh, da haben wir einen zu viel. Da krieg ich einen zu viel, hör mal! Naja. Das ist nicht schlimm. Dann braucht man einen Trank der Regeneration. Einen einzigen, oder was? Tatsache. Das geht aber auch nicht, das machen wir so nicht. Nee, wenn ich das schon so braue, heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen fällt mir auch was ein, dann mache ich das so rum. Das, wenn, dann gibt es Komplett-Sets. Also, das sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich hier nur einen einzelnen mache und dafür eine komplette Gasträne versaue, weil die Gasträne haben wir jetzt auch nicht so im unendlichen Massen, weißt du? So, Trank der Regeneration. Da können wir vielleicht mal hier so ein bisschen Redstone draufschmeißen. Und dann machen wir es gleich richtig, weißt du? Aber so ein Trank der Heilung ist gar nicht so schlecht für die Turrets, die da so stehen. Passiert, wenn ich den jetzt einfach zu mir nehme. Ah ja. Eine Minute 55 quasi regeneriere ich jetzt. Ich bin schon voll besoffen hier. Guck dir das an. Naja, dann.
okay. Ne? Man muss es ja alles mal ausprobiert haben. Und wenn der Wirt hier selbst noch testet, pass mal auf, verlängert sich das, wenn man den trinkt? Nee, nicht wirklich. Und beim Trank der Heilung? Okay, da gibt es einfach nur eine sofortige Heilung. Verlängert sich auch nicht. Das ist natürlich heftig.